meine lieben Freunde und herzlich willkommen zur Folge 4 auf der Ravenport im Landwirtschaftssimulator 19. Ja, gestern in der Folge haben wir das Feld fertig geerntet. Heute will ich gar nicht lang schnacken. Wir fangen direkt an. Wir müssen das Feld kalken, anschließend pflügen, dann muss es gedüngt werden, dann muss gesät werden. Jetzt haben wir hier gar kein Gewicht für, ne? Dann nehmen wir doch lieber den großen. Kalken, pflügen, düngen, einsehen, düngen. Das ist der Plan. So. Wollen wir hoffen, dass ich das in dieser Aufnahmesession einmal komplett durchkriege. Ja, Kommentare habt ihr mir noch nicht so viele dagelassen. Ich glaube, eins gab es. Der schrieb, ich soll quasi offscreen weitermachen. Also, oder halt auch einiges offscreen machen. Ich warte da einfach nochmal ab. Wie gesagt, Frage gilt immer noch. Soll ich offscreen was machen, ja oder nein? Ich warte nochmal ein bisschen ab, bis sich ein paar mehr von euch gemeldet haben zu dem Thema. So. Okay. Bin mal gespannt, wie weit der hier streut. Das sieht aber ganz gut aus. Da bin ich ja froh, dass ich diese Verbreiterung genommen habe an dem Streuwagen hier. Das sieht cool aus. Auch wie der Kalk quasi da zu diesen Streutellern hingeführt wird. Das sieht echt nett aus. So, mal nicht gegen Zug brettern. Das könnte Aua machen. So, kann noch ein bisschen breiter. Ja, passt. Ja, ich habe auch mal drüber nachgedacht. Ich glaube mal, dass wir die Nächte nicht vorspulen, aber da man hier schlafen kann und ich hier auch eine Hütte habe, in der ich schlafen kann, dass wir die Nächte tatsächlich überspringen werden. Halt so ein bisschen in Real halten. Klar, wenn es jetzt dunkel wird und man ist gerade mitten in der Arbeit, dann wird die fertig gemacht, dann würde auch im Normalfall meistens keiner schlafen gehen. Aber wenn wir jetzt eine Aufgabe fertig haben, es fängt an dunkel zu werden, dann legen wir uns in die Hütte und pennen einfach mal. Ich glaube, das ist eine sehr gute Alternative. Dann spart man sich auch dieses Warten beim Vorgespule, weil 120-fache Geschwindigkeit ist jetzt ja nun auch nicht so mega schnell. Da bin ich aus dem LS17 noch anderes gewohnt mit, ich weiß gar nicht, irgendwas mit über 1000-facher Geschwindigkeit. Aber ich denke mal, auch hier werden die Mods noch kommen. Also es werden auch immer mehr und immer mehr. Ich habe da eben, so meine Hauptseite ist eigentlich Mod Hoster, wo ich viel gucke. Und es wird halt echt immer mehr von Tag zu Tag an Mods, die rauskommen. Vieles ist halt tatsächlich jetzt nicht unbedingt das, was ich will, weil sehr viele Mods dabei sind, wo irgendwelche Geräte umgearbeitet wurden auf andere Arbeiten, was das ein Grubber zum Flug umgearbeitet wurde oder irgendwie, ja, sowas halt. Oder halt einfach nur andere Farben. Das sind halt Sachen, die brauche ich jetzt nicht zwingend. Und halt, wie gesagt, halt, dass jetzt ein Grubber flügt, ganz ehrlich, braucht man hier beim LS19 ja nicht mehr unbedingt, weil man gar nicht mehr so oft pflügen muss. Muss man ja nur noch bei bestimmten Feldfrüchten und dementsprechend finde ich das schon ganz geil. Da kann man, und es gibt ja auch einen größeren Flug wie jemals zuvor. Ich denke mal, da kommt man dann halt ganz gut mit zurecht. Es war ja im LS17 halt was anderes und gerade auf der nordfriesischen Marsch, was ich da abgezogen habe oder eigentlich ja vorhatte. Da braucht man dann halt, deswegen hat man meistens das Fliegen ausgestellt, weil es einfach zu viel Zeit gefressen hat. Und wenn man halt dann doch fliegen wollte, dann hat man halt auf solche Geräte zurückgegriffen. Da habe ich es auch komplett verstanden, unterstützt, dass man irgendwie vielleicht doch ja sich so ein Gerät gönnt, was, dass man dann auf 10 Meter fliegt oder so. Aber hier werden wir es wohl nicht brauchen. Sage ich jetzt, wir wissen nicht, was passiert in den nächsten 2 Jahren. Ob der gute Feed-Action-Let's Play oder Fat-Action-Let's Play vielleicht wieder so eine mega geile Karte raushauen wird, man weiß es ja nicht.
dass man am Ende dann doch da steht und sagt, oh, ich brauche einen Riesenflug. Ey, ey, was ist denn hier los? Ein bisschen am Rumbaggen. Ja, ich will auf jeden Fall das Tempo ein bisschen hochhalten hier in dem Projekt, dass das nicht so eingeschlafen wirkt wie teilweise im Stream. Aber den Spielstand, den ich halt bis jetzt gestreamt habe, den möchte ich halt auch ein bisschen, also nahezu realistisch halten, sofern oder so gut es geht einfach. Und da ich da halt noch keine Hütte habe, in der ich mich reinlegen kann zum Pennen, werden die Nächte da halt auch durchgearbeitet, weil ich bin jetzt nicht echt nicht so der Vorspielfreund. Zumindest wenn es tatsächlich darum geht, dass man Realismus einhalten lassen will. Wenn es jetzt wirklich nur auf stramm loslegen, arbeiten, dann spult man vor. Ich denke, das werden wir wahrscheinlich in unserem Multiplayer-Projekt auch machen, dass wir da teilweise vorspulen werden. Gehe ich jetzt mal von aus. Also, sonst hat man da auch so leere Phasen. Aber da lassen wir uns einfach überraschen. Das soll ja jetzt das Wochenende, wenn uns nichts mehr dazwischen kommt, wollen wir starten. Ich suche immer noch Mitspieler, Leute. Wer da Interesse dran hat, einmal die Woche mitzuzocken im Multiplayer-Projekt, dann meldet euch bei mir. Discord, Facebook, in die Kommentare, wo auch immer. Einfach Bescheid sagen. Dann setzen wir uns kurz hin, quatschen drüber. Und wenn du dann immer noch Bock hast, weil es dir gefällt, nach dem Gespräch, ja, dann gerne. Gut, oh, der ist auch schon fast leer. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, dass er fast 14, also 10.000 Liter sind jetzt draufgegangen. Das ist schon viel. Ich habe immer noch meine Probleme mit den Pedalen. Und mit der Lenkerei. So, abkoppeln. Er steht ein bisschen schief. Wo hab ich? Da vorne steht unser Flug. Immer noch nicht der größte. Ich hoffe, dass wir mit dem jetzt hier aber relativ gut zurechtkommen. Ja. Ansonsten flügen kann man tatsächlich vielleicht offscreen machen, aber ich glaube, das sollte nicht länger wie 10, 15 Minuten dauern hier. Vielleicht also jetzt anderthalb Folgen. Ich glaube, das ist mal vertretbar. So, wo drehe ich den Flug auf der 2? Okay. Felder erstellen ist hoffentlich aus. Hoffe ich jetzt wirklich. Ja, ist aus. Okay, perfekt. So, dann ziehen wir mal los. Power haben wir ja Gott sei Dank genug in dem John Deere. Deswegen braucht man etwas größeren. Okay, ich glaube, mit 10, 15 Minuten ist es doch nicht getan. Ich unterschätze das manchmal sehr, sehr doll. Aber ich gebe einfach gnadenlos Gas. Wir werden es reißen. So, aber anhalten muss ich trotzdem eben einmal kurz. Ich brauche nämlich. Wo ist es? Ich habe mich verklickt. Mist. Nochmal. Was habe ich jetzt gemacht? Habe ich irgendwas gemacht? Nee. Okay. Ich bin zu blöd gerade. So, damit er mir nicht mal hin und her fährt. Ich und die Konsole, ne? Welchen Knopf?
Was? Ja, ich habe gerade irgendwas ausgeschaltet. Gut. Dann müssen wir wohl heute Fotos. Ich verstehe auch gerade, ehrlich gesagt, nicht. Warum das überhaupt so kompliziert ist, gut. Ich muss ja gleich nachschauen, wenn das Video beendet ist. Wegen Thumbnails machen. Dazu hätte ich halt ganz gerne, dass das HUD aus ist. Manchmal stelle ich mich auch blöder an, als ich bin. Ich weiß, aber. Vorher hatte ich da eine Mod für. Beziehungsweise, nee, nee, gar nicht. Das ging vorher einfach so. Und jetzt muss man dafür in die Konsole rein, um den Kram auszumachen. Nee, Moment, Moment, Moment. Ich fahre einfach jetzt die ganze Zeit so rum, sonst muss ich den Flug andauernd drehen. Da habe ich gar keine Lust drauf. Einfach so weiterfahren erstmal. Ja, das wird doch eine Ecke länger dauern als 10, 15 Minuten. Aber ja, ist halt so. Dann werde ich tatsächlich in dem Fall Flügen vielleicht doch offscreen machen müssen. Oder ich lasse es einen Helfer machen. Aber ich will eigentlich keinen Helfer einstellen. Es ist jetzt natürlich auch, ich glaube, erstmal nur bei dem Feld. Ich glaube, die anderen mussten gar nicht geflügt werden. Die müssen dann höchstens durchgekalkt werden. Müsste ich gleich nochmal dann nachschauen, wie der Zustand der anderen Felder ist. Wobei die 1 muss tatsächlich geflügt werden, weil da Wiese drauf ist, die soll runter. Wobei es eigentlich auch reicht, wenn man die weggrubbt. Robert. Das müsste doch eigentlich auch ausreichend sein. So, jetzt wächst hier auch schon mal schön Unkraut. Das kann es auch. Fliegen wir direkt unter. Eigentlich schade, dass wenn man jetzt so ein Feld mit Unkraut grubbt oder pflügt, dass man sich dadurch nicht gleich eine Düngestufe spart. Weil im Grunde sorgt man ja dafür, dass irgendwie die Humusbildung besser wird im Boden. Ich hab da mal irgendwie sowas aufgeschnappt. Wenn man jetzt zum Beispiel ja als Zwischenfrucht Gras angesät hat, da dann, was weiß ich, ein, zweimal abmäht und dann unterpflügt, dass das dadurch den Boden besser macht. Ich habe keine Ahnung von Landwirtschaft, ich habe das nur mal so aufgeschnappt. Aber also könnte man ja im Grunde hier mit einer Düngestufe imitieren. Aber gut, eigentlich haben wir auch nur noch zwei Düngestufen und die kriegt man auch so locker untergebracht. Eigentlich ist das doch schon recht entspannt. So, jetzt sind wir hier einmal rum ums Feld. Muss einen größeren Kreis fahren. Eigentlich müsste ich ja noch viel, viel mehr Vorgewende fahren. Weil ich tatsächlich ja nicht unbedingt, also ich will ja nicht das Feld zu doll verlassen, eigentlich. Ist jetzt mit dem Flug allerdings auch gar nicht so einfach. Jetzt mit der zweiten Bahn sieht das doch schon wieder ein bisschen so aus, als wenn man was geschafft hätte. Gut. Ja, dann würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir mal an dieser Stelle machen wir für dieses Video mal Feierabend. 15 Minuten haben wir. Ich werde jetzt hier mich gleich um
die Konsole kümmern, damit ich auch Thumbnails machen kann. Vielleicht lasse ich einfach währenddessen mal den Helfer fahren, gucken, ich habe den noch nie benutzt, ob der überhaupt richtig funktioniert. Da soll es wohl teilweise noch Probleme geben. Das könnte ich eigentlich mal machen, nur um mal zu gucken, ob der überhaupt funktioniert und damit wir ein bisschen Fortschritt gleich haben oder morgen haben im nächsten Video. Dann ist offscreen doch schon ein bisschen was passiert. Und vielleicht kommen wir da mit einer Folge hin, mit dem Flügen. Ja, dann sage ich mal vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr wieder dabei wart und reingeschaut habt. Lasst mir doch gerne Kommentare da. Wie gesagt, ich brauche noch einen Mitspieler. Haut in die Kommentare, ob ich viel Offscreen machen soll, also oder Arbeiten im Offscreen abschließen soll oder einfach alles zeigen. Da könnt ihr gerne was in die Kommentare hauen, damit ich mal weiß, was wie ihr es mir am liebsten haben wollt. Denn ich bin da relativ offen, was das angeht. Ja, und wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst mir doch gerne ein Däumchen da. Wäre super nett von euch und auch ein kostenloses Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. Und ich sage, reingehauen. Bis morgen.